Willkommen im Let's Play Star Wars The Old Republic. Und ich bin mal wieder mit Revea unterwegs und muss... Was sagst du, Kimball? Was muss ich? Der Sieg wird unser sein. Ah, okay. Ja, ich muss Revolverhelden und Halsabschneiderhalunken die Kämpfe aufzeichnen. Ah, hier. Guck mal, hier. Hier ist einer. So, der greift mich natürlich auch gleich freundlich, wie er ist, an. Okay. Gucken, ob das zählt. Ja, zählt. Ja. Da hinten ist noch einer, ne? So. Genau. So, und jemand hat vorgeschlagen, dass ich mal ein Abonnenten-Special machen könnte. In Star Wars. Mit ganz vielen Abonnenten. Ich weiß aber nicht, ob ich wirklich ganz viele Abonnenten dazu bewegen kann, dass so ein Special stattfindet. Man könnte ja zum Beispiel eine Operation tun, zusammen machen oder sowas. Oder auf der Republik-Seite für Rank-PvP listen. Aber da muss ich sagen, Mizuki hat dafür noch so eine schwache Ausrüstung. Also kaum Kompetenz. Das wäre vielleicht ein bisschen blöd. Ich glaube, Operation wäre noch am machbarsten. Weil man kann ja auch den Story-Modus machen, dann ist es nicht so schlimm, wenn einer mal keine gescheite Ausrüstung hat oder so. Muss man mal gucken, ob genug Interessenten da wären, die mitmachen würden. Ja, wo sind denn diese Halsabschneider-Halunken? Hä? Und Straßenhalunken auch noch. Ah, nee, die Halsabschneider sind... Okay, die... Ja. Egal, jetzt habe ich den langsamen Gleiter genommen. Die Halsabschneider-Halunken sind da oben. Und 54 Leute auf Nasha da. Wie viele Instanzen gibt's? 2. Okay. Geht ja noch... Aber langsam werden es weniger. Okay, da ist einer. Straßenhalunkenhund. Gut, den machen wir auch noch kaputt. Hey. Er will noch mit dem Schwert eins drauf. Okay. Achte jetzt einfach nicht so auf das Bonus-Quest. Das ist eh doof. Machen wir einfach mal das Hauptquest von dem Nebenquest. Okay, das Hauptquest vom Nebenquest. Sehr sinnfrei. Egal. So. Und das mit den Guides. Also ich habe ja schon angefangen. Aber das dauert bei mir ziemlich lang, weil ich da ziemlich viel, rumschneiden muss und naja, beziehungsweise rum markieren und so Sachen machen, und da brauche ich irgendwie immer ziemlich lang, und ich habe jetzt auch noch viel zu tun in der Uni, und das dauert dann ein bisschen. Anhänger der Schreine Klinge, der hat mich angeguckt, ich habe es genau gesehen. Naja. Kultistin der kreischenden Klinge. Oh, Eiferer der kreischenden Klinge. Okay. Wo sind wir jetzt gelandet? Der letzte Akt. Oh, wir sind sogar bei Palladius. Und wir müssen jetzt, glaube ich, verhandeln um das Artefakt. Ja, ich glaube, das werden wieder recht aggressive Verhandlungen.
Anakin lässt grüßen. Sith, Destron, Rachel, ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Ihr habt euch richtig entschieden. Kann ich euch etwas anbieten, etwas zu trinken? Und beachtet Warnock und Charlotte. Milch, ich will Milch. Sie weichen nie von meiner Seite. Meine Kehle ist tatsächlich etwas trocken. Oh, Kimball will nicht, dass ich was trinke. So vertrauensselig, so wundervoll vertrauensselig. Doch wage ich zu sagen, dass ihr mich unterschätzt habt. Die Schmerzen, die ihr in euren Eingeweiden verspürt, rühren daher, dass ihr eure Lebenskraft verliert. Ach, das und dieses passt leere Bedürfnis. Kimball denkt sich, ach, selber schuld. Eure Verbindung mit der Macht wird getrennt. Schon bald werdet ihr nicht stärker sein als der kleine Denton hier oder Ramona. Ja, ja. Dafür werdet ihr leiden. Huch. Wir sind jetzt wohl nicht mehr ganz so stark. Ey. Ich habe schon mächtigere Sith als euch besiegt. Habt ihr geglaubt, mir hätte niemand zuvor meinen Kult stehlen wollen? Ich könnte euch jetzt euer Leben einfach so herauspressen. Aber da ihr so verbissen seid, lasst uns das mit dem Lichtschwert klären. Oh mein Gott. Die sind aber irgendwie schwach. Von wegen, ich habe keine Macht mehr. Ich kann doch noch Blitze machen. Oder habe ich irgendeinen Debuff gekriegt? Doch hier, Machtentzug. Ah. Ach, egal. Ah, das heißt, meine Macht regeneriert sich nicht so schnell, oder wie? Ah, ich sehe schon. Ah, okay. Ja gut, dann. Hau ich halt, lass ich Kimball sterben und hau so auf ihn drauf. Okay, man darf keine fremden Sachen trinken. Ach, Kimball, den schaffen wir. Na, geht auch. Und mein Buff ist weg. Ich heile mal gleich Kimball, bevor er anfängt zu weinen. Was? Was? Wie ist das möglich? Ihr seid stärker als jeder andere, der mir gegenüber trat. Bitte, vergebt mir. Nehmt das Artefakt. Doch lasst mich am Leben und den Kult in eurem Namen weiterführen. Ich sage es nur ungern, Palladius. Aber Darth Sash hat uns den Kult versprochen. Ihr seid erledigt. Ihr seid sehr vertrauensselig, Destris, aber gewiss erkennt mein Meister den Vorteil darin, wenn ich den Kult weiterhin anführe. Denkt nur daran, was ich in eurem Namen erreichen könnte. Bitte denkt nach. Könnt ihr Palladius wirklich vertrauen? Nö. Dieser Mord wird mir große Freude bereiten. Oh Gott. Ja, das war genauso zufriedenstellend, wie ich es mir erhofft hatte. Riley und ich stehen in eurer Schuld. Das Problem ist nur, dass der Kult zu euch aufblickt. Ihr werdet diesen Kult so anführen, wie ich es wünsche. Macht euch darüber keine Sorge. Ihr könnt auf uns zählen. Ich denke, ich sollte die Kultisten zusammenrufen, bevor sie ihren Eifer verlieren. Nochmals danke. Ja, ich danke euch, Sith. Ohne euch würden wir uns noch immer in diesem Loch verstecken. Hui, jetzt habe ich einen ganzen Kult. Benutze das Holoterminal meines Schiffs. Ah, jetzt wechseln wir den Planeten, oder wie? Ich bin hier noch nicht fertig auf Nasha da. Erstmal gucken, wie die Lage aussieht, wenn wir draußen sind.
komm schon, lauf schneller. Hier, mein Debuff ist jetzt auch definitiv weg. Ja, das bisschen Gift, das halte ich aus. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. So. Kehre zu Dr. Dingens zurück. Ja, kehren wir zu ihm zurück und dann benutzen wir das Holo-Terminal und dann gehen wir einfach raus aus dem Planeten, weil der geht mir schon ein bisschen auf den Keks. So, Dr. Bowen gibt uns noch die Belohnung. Welch köstliches Spektakel. Und meine Testobjekte haben sich wacker geschlagen. Jetzt wird wohl niemand mehr an der Qualität zweifeln. Kommt schon. Ich werde dafür sorgen, dass sie nicht zu kurz kommt. Implantat. Ja, ich habe noch keins. Nehme ich das mal. Zieh es an. So. Ja doch, ich laufe richtig. So, dann treffen wir uns auf dem Holo-Terminal. Nicht auf dem Holo-Terminal, auf meinem Schiff. So, jetzt bin ich auf meinem Schiff. Und statten Bericht ab. Wir statten Bericht ab. Ich konnte das Artefakt von Lord Palladius erlangen. Und dabei hast du dir einen eigenen Kult geschaffen, wie ich gehört habe. Ja. Du mauserst dich zu einem wahrhaft verschlagenen Sith. Ich habe jetzt Fans. Fnascher da. Hey, ich schlafe? Fleisch meines Fleisches, hört mir zu. Ich kann nicht lange verweilen. Es kostet mich zu viel, hier zu erscheinen. Doch ich muss euch warnen. Eure Meisterin Darth Zash plant etwas. Was es auch ist, es kann nichts Gutes für euch bedeuten. Ich habe Skotia getötet. Ich habe keine Angst vor Zash. Werdet nicht arrogant. Ich habe gesehen, wie Zash sich vorbereitet. Sie hat zwei neue Schüler aufgenommen. Einen Jungen namens Karl und ein Mädchen namens Corin. Corin. Sie hat sie in den Tempel der dunklen Seite geschickt. Vermutlich um zu bestätigen, dass ich fort bin. Zash hat andere Schüler? Ja. Ich nehme an, sie sollen euch ersetzen. Was? Ich habe daran gedacht, die Eindringlinge zu töten. Doch ja, dann mach mal. Ich hörte sie von Zash reden. Und ihrem Verlangen, die Kammer für ihre Arbeit zu sichern. Bald darauf ist Zash selbst erschienen. Sie kommt jetzt jeden Tag, studiert den Ort und führt Rituale durch. Ihr seid in Gefahr. Was für Rituale? Nur Nebensächlichkeiten. Vorbereitungen auf etwas Größeres. Zash kennt eure Schwächen. Ihr müsst euch gut vorbereiten. Ein Sith Lord auf Korriban hat ein Stück meiner alten Rüstung gefunden. Meine Maske. Sie wird euch gegen Zashs Feldzug wappnen. Das Anwesen des Sith Lords liegt oberhalb der Gräber. Geht und holt euch die Maske. Und seid auf Zashs Angriff gefasst. Ich nehme doch an, dass ihr mich wissen lasst, wenn noch etwas geschieht. Ich kann nicht dafür garantieren, dass ich wieder mit euch sprechen kann. Wie ich schon sagte, es ist schwierig für mich, euch zu besuchen. Doch ich werde meine Kammer im Tempel weiterhin bewachen. Und meine Energie für den Moment aufbewahren, an dem ich mehr erfahre. Okay, damit kann ich leben. Kallik. Der letzte Akt, Erfolg abgeschlossen. Auch noch. Oh.
Wir haben alle Story-Missionen des Inquisitors auf Nashata abgeschlossen. Sehr gut. Ja, wo ist denn dieses... Nein. Ja, bin ich jetzt doof. Ah. Kallik. Man weiß nur noch wenig über den Sith-Lord Kallik. Wie bei vielen alten Sith ist sein Name fast in Vergessenheit geraten, als mächtigere oder zumindest präsentere Sith-Lords ihren Platz in der Geschichte eingenommen haben. Die einzige bekannte Erwähnung von Kallik ist in den Schriften des berühmten dunklen Lords Tulak Hort, der schrieb, der eindeutige ehrgeizigste und daher gefährlichste meiner Rivalen ist Kallik. Deshalb wird er der Erste sein, der sterben muss. Es gehen jedoch Gerüchte um, dass Tulak Hort bei der Ermordung seines Rivalen nicht ganz so erfolgreich war, wie er dachte, und dass Kallik im Zentrum der seltsamen Ereignisse im Tempel der dunklen Seite auf Drummond Kaas ist. So, noch ein Implantat. Ja, ich habe keins. Schnell anziehen. So. Gut, dann sind wir ausgerüstet. Wir müssen diese Maske finden, damit Lord Sesh oder ja uns nicht platt macht. Und wir sehen uns dann auf Korriban. Yay!